So, Tag 18 unserer Radreise. Heute geht's auf die Fähre. Hier haben wir heute Nacht gehaust. Anders kann man es nicht sagen. Ja, ist aber alles wieder schön ordentlich und sauber. Mein Schatzi sieht auch wieder schön ordentlich und sauber aus. Da ist er. Morgen. Morgen. Wir haben natürlich schon vorbereitet unseren Bioabfall. Haben wir schon ein Loch gesucht. Wir haben natürlich gestern hier ein Lagerfeuer gemacht. Haben alle Kippenstummel, die wir hier gefunden haben, halbwegs aufgesammelt und verbrannt. Hier haben wir uns die Birke ausgesucht, die halt unseren Bioabfall kriegt. Wir haben das hier schon vorbereitet. Der Boden ist natürlich ja, relativ okay. Und da haben wir jetzt schon alles reingemacht. So, dann haben wir natürlich noch die Zinien. Aus Deutschland. Die werden wir natürlich immer noch vereinzelt darauf streuen, das war's. Und dann sparen wir uns da noch welche auf, weil wir haben nicht mehr so viel davon. Wir haben bis jetzt immer noch keine neuen Blümchen gekriegt für unser Ritual. Zwei Tüten habe ich noch, aber wer weiß das schon, ob das was wird oder ob wir noch neue kriegen. Aber unser wertvoller Bioabfall kommt in die Erde und da werden sich die Pflanzen natürlich freuen und der Boden und die Regenwürmer und alle anderen, die davon zehren. Die Mikroorganismen. Ja, heute geht's Richtung Kopenhagen. Guten und Morgen. Richtung Oslo. Genau. So, dann habt ihr gesehen, unser Lager ist wieder tippitoppitoppi. Haben wir sehr erwischt hier. Gewischt und gefegt. Also, weit es möglich war, mal wirklich alles versucht aufzuräumen. Hier auch unter der Bänke und überall. Das sah ja wieder mal schlimm aus, was die Menschen so hinterlassen hätten. Aber unser Lager und alles andere ist sauber. Wir haben alles pflichtbewusst wieder eingepackt. Oh, da steht noch mein Smoothie Maker. Oh, doch noch nicht. Pflichtbewusst eingepackt. Ich hätte was vergessen. So, wie gesagt, heute geht's nach Oslo. Wir fahren jetzt nach Kopenhagen. Gucken uns mal ein bisschen das Dörfchen an. Und versuchen uns Fahrräder noch einzuschenken. Und freuen uns auf die warme Dusche heute Abend. Jeha! Also, macht's gut.